Willkommen bei Sowohl als auch. Heute möchte ich eigentlich was tun, was ich gar nicht mal gut finde zu machen. Ich möchte euch Ratschläge geben. Ratschläge sind echt eine komische Sache, weil die meisten Leute fühlen sich dann angegriffen, weil man sie aus deren Komfortzone herausnehmen möchte. Und das mag man gar nicht, dann wird man aggressiv und dann fängt man an zu denken, ja, aber du bist auch nicht ganz richtig und das machst du falsch und so weiter. Als Beispiel, wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, wenn man weniger Fleisch isst, dann reduziert man möglicherweise der Massentierhaltung. Dann kommt jemand und sagt, ja, aber guck mal, du hast ja Lederschuhe als Vegan, wie geht das denn? Oder du benutzt Kosmetika, bist du sicher, dass sie nicht auf Tieren getestet worden sind? Also perfekt ist man nicht, ich bin auch lange nicht perfekt, aber ich merke, dass trotzdem sind immer Leute, die eigentlich nach Rat suchen. Also die möchten gern was tun und dann kommen Sätze, ich kann eh nichts tun, weil anderen das nicht auch tun. Also wenn ich was mache, das ist ja so klein und so weiter. Oder was sagen Sie mir noch? Ja, die Welt geht eh unter. Also es ist zu spät und das ist alles eine Katastrophe. Also ja, dann kann ich einfach nichts tun. Man kann aber sehr, sehr viel tun. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und darüber möchte ich heute reden, aber Vorsicht. Nicht alles machen, was ich sage. Also wenn ich sagen würde, die Presse lügt uns an, hör doch auf, die GEZ zu bezahlen und ihr macht das und dann kommt der Gerichtsvollzieher, habe ich keine Lust, dass man mir sagt, ja, du bist schuld an meinem Problem. Also das heißt, einfach erwägen, was für einen gut ist oder nicht gut. Sieht es bitte als freundschaftliche Geste von mir. Ein Rat ist kein Befehl. Also, womit möchte ich gern anfangen? Einfache Sachen erstmal, der Konsum, der eigene Konsum. Was kauft man und wo kauft man? Das ist eine einfache Sache. Und auch noch was, bevor ich dann weiterkomme, nützt die Kommentarfunktionen, um weitere Ideen zu geben. Nützt bitte nicht die Kommentarfunktion, um zu sagen, dass ich das vergessen hätte, dass man das schon weiß und dass das wichtiger ist als das und so weiter und so fort. Das ist wirklich nicht relevant und wenn es euch nicht gefällt, einfach abschalten und woanders gucken. Es sind viele Sachen, die ihr schon wisst, das ist mir schon klar, aber seht es einfach als Inspiration. Gut, also eigener Konsum, was kann man machen? Tja, einfach, Großkonzerne vermeiden. Auf Umweltfreundlichkeit von Produkten achten, sind sie wiederverwertbar, sind sie biologisch abbaubar, solche Geschichten, darauf kann man achten. Lieber einen kleinen Shop um die Ecke kaufen, als in einen großen Supermarkt. Solche Sachen kann man machen. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, weil ich glaube, das ist vielleicht inspirierend. Ich bin seit 20 Jahren oder sogar länger in einem Kooperativ. Das funktioniert folgendermaßen. Wir sind so ungefähr 30 Leute, wir haben einen Keller. Und wir bestellen bei Großhandel, bei kleinen Bauern, die um Berlin rum sind und bei kleineren Unternehmen. Wir bestellen Haushaltsprodukte, Hygieneartikel und natürlich biologisch-organische Lebensmittel. So funktioniert es. Und das stellen wir uns dann in dem Keller und jeder kommt, wenn er will und hat ein kleines Blatt, wo er schreibt, wie viel er gebraucht hat und überweist Geld monatlich. Das funktioniert natürlich nur aus der Basis Vertrauen. Weil wenn man da kein Vertrauen hätte, würde es uns viel zu viel Arbeit bedeuten. Grund dafür ist folgendes. Da ich einen Schlüssel habe, kann ich jederzeit dahin gehen und ich könnte klauen. Da niemand kontrolliert, was ich kaufe, könnte ich alles mitnehmen. Aber das macht niemand. Der Grund ist, dass wir wissen, wir sitzen alle im gleichen Boot und niemand hat da Interesse, irgendwie was zu klauen, weil dann beklaut man sich selber. Und das Schöne ist auch noch, dass wir haben ein kleines Forum im Internet und wenn was gemacht sein muss, dann wird es einfach in dem Forum geschrieben. Wir haben gerade ein Problem mit der Kanalisation, da tropft irgendwo und dann ist es total magisch, dass plötzlich das Problem geklärt ist. Man kommt wieder in der Kooperative und es tropft nicht mehr. Man weiß überhaupt nicht, wer das gemacht hat und es ist auch nicht wichtig. Und trotzdem ist man sozusagen anonym stolz auf derjenige, der das gemacht hat, weil man sich fragt, wer hat das gemacht? Ich weiß nicht, aber das ist großartig. Also man übt in diese kleine Mini-Welt, in diese Kooperativ, Kommunikation, Vertrauen haben in anderen Menschen und man ernährt sich gesund und das sogar billiger, als wenn man kaufen würde in einem normalen Laden, das ist ja klar.
und man tut auch noch was für die Umwelt. Also solch ein kleines Initiativ kann man eigentlich viel, viel leichter machen, als man denkt. Man packt sich ein paar Freunde und hopp, hat man schon ein Kooperativ. Also ist ein bisschen leicht gesagt, aber so funktioniert es ungefähr. Also diese Kooperative ist im Grunde ein Schritt in Richtung Selbstversorgung. Da kann man aber viel, viel weiter gehen. Zum Beispiel, man kann sich einen Garten pachten in Berlin. Für die Berliner und ich meine, die, die da auf dem Land wohnen, haben natürlich vielleicht einen eigenen Garten, das sind die Glücklichen, aber das haben wir in der Großstadt nicht. Und wenn man nichts hat, kann man natürlich auf einen Balkon auch was tun oder auf die Dächer. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und man kann natürlich auch, was ich nenne, Guerilla-Gardening machen. Also man nimmt eine kleine Kugel Erde, man tut Samen daran und dann wirft man das irgendwo auf ein Gelände und das alles ohne Erlaubnis, darum Guerilla. Ich meine, stellt euch vor, wie es wäre in Berlin, wenn anstatt diese leeren Flächen an Kreisverkehr Bäume, kleine Bäume wachsen würden und Tomaten und was weiß ich was, das wäre doch fantastisch. Oder dass man überall in alle Hinterhöfe was Essbares finden könnte, das wäre wirklich was Schönes für jede. Und das kann man machen und man braucht auch nicht warten, dass man ein Erlaubnis bekommt, weil sonst passiert es einfach nicht. Also Leute, machen. Guerilla Gardening, das lohnt sich für die Großstadt. Also das kann man machen. Eine Sache vergisst man manchmal, ist, dass man sagt, ja, wir sind die 99%. Ja, das stimmt. Aber wie viele von den 99% wissen, dass sie die 99% sind? Die wenigsten. Und darum sind wir vielleicht zwar 99%, aber real vielleicht 5%. Also ich habe keine Zahl dafür, aber wir sind ja gar nicht so viel. Und darum, etwas noch ganz, ganz wesentlich ist, die anderen Menschen informieren. Das ist nicht leicht. Also zum Beispiel kann man seine Freundin versuchen, auf seine Demo mitzunehmen. Das ist keine leichte Sache. Da kommt sofort, sagt, ja, aber diese neue Mahnwachen, das ist alles Neurechten und Verschwörungstheoretiker und so weiter. Und dann wird es sehr, sehr schwer. Und da kommt noch dieser Typ, der ist irgendwie komisch, der spricht so schnell. Also das habe ich aus eigener Erfahrung gemacht. Leute mitnehmen auf Demos ist nicht leicht. Aber es gibt zurzeit eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, finde ich. Viele kennen das wahrscheinlich schon. Ich möchte sprechen über diese Free 21 von Tommy Hansen. Webseite www.free21.org. Der intelligente Mann, der stellt auf seine Seite so Artikel, die sind für den Druck gemacht worden. Das heißt, man kann sie sozusagen drucken und dann Leute verteilen. Und das ganz Besondere an der Seite ist, dass wenn man ein Exemplar kaufen will von der Magazin, das ist jetzt, glaube ich, die zweite Magazin, die jetzt gerade rausgegangen ist, dann kauft man nicht nur ein Magazin, sondern direkt 10 oder mehr. Was ist das für eine Idee? 10 Magazin kaufen, warum nun nicht nur eine? Die Idee ist ganz einfach. Ich kaufe 10 Magazin, eine kann ich eventuell für mich behalten und die anderen verschenke ich. An wem? An meine skeptischen Freunde, die auf die Demos nicht mitkommen wollen. Weil wenn ich diese Freunde einen Link schicke, werden sie das nicht öffnen. Aber wenn ich denen ein Magazin schicke, wenn ich denen ein Magazin schenke in Farbe und der auch noch sehr gut aussieht, dann gibt es gute Chancen, dass sie diese Magazin einfach blättern und vielleicht sich öffnen für neue Ideen. Also das ist natürlich schwierig. Nicht vergessen, wenn Leute was glauben und in der Presse ist es so, dass man schon seit sehr, sehr viel Zeit Gewohnheiten hat, welche Zeitung man liest und was man glauben soll und plötzlich kommt jemand und sagt, ja, es ist vielleicht gar nicht so, wie du denkst, sondern anders, dann es ist es schon ein schwieriger Angriff an der Person. Und auch wenn er das eingestehen würde, dass es doch anders ist, dann wird es schon Zeit dauern, bevor er das zugibt, weil wer gibt schon gerne, dass er sich geirrt hat. Also das ist schwierig. Aber Leute informieren, es ist zwar eine Ameisenarbeit, aber es ist eine extrem wichtige Arbeit. Was kann man noch machen? Tja, sich engagieren. Also zum Beispiel bei Free 21 suchen die immer wieder Leute, die die Beiträge, also eigentlich auch unsere Beiträge, transkribieren und übersetzen in andere Sprache. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas zu tun, einfach sich bei Free 21 melden, die freuen sich absolut. Sonst, wie kann man sich sonst engagieren? Es gibt tausend Möglichkeiten. Da muss man wissen, was einem liegt, was einem interessiert und auch nicht vergessen, ein bisschen Widerstand leisten. Also wenn etwas uns nicht passt, nicht sofort das akzeptieren, ja, das machen doch alle und dann kann man nichts machen. Nein, 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 nein. Sich vernetzen mit Gleichgesinnten und gucken, wie kann man das Problem angehen. Zum Beispiel mit der GEZ und gucken, wollen wir das bezahlen und wenn nicht, was gibt es für Wege, vielleicht sich mit anderen Leuten zusammentun, die da auch das möchten. Irgendwie
einfach nicht alles annehmen, wie es ist. Also was man nennt hier zivile Ungehorsamkeit. Noch was. Ich höre immer wieder Leute, die mir sagen, wenn ich dann frage, ja, was machst du für einen Job oder womit bist du beschäftigt? Ja, mein Job ist total sinnlos und ich weiß gar nicht, warum ich das mache, aber ich habe ja Familie und ich muss sie ernähren, also muss ich das machen und so weiter. Und da ertappe ich mich sehr oft, sehr, sehr laut zu denken, kündige einfach, wenn es dir nicht passt. Verschwende doch deine Energie nicht für sinnlose Sachen. Wenn du ein Talent hast oder wenn du intelligent bist, dann warum sollst du so viel Zeit von deinem Leben geben, um etwas Sinnloses zu tun? Ich meine, wir hören immer wieder Geschichten von Aussteiger, von Leuten, die da was anderes probieren. Und viele schaffen das. Ich sage viele und im Grunde sollte ich sagen alle. Weil was heißt es, nicht schaffen? Wir sind in Deutschland, es gibt so ein Sozialnetz, das schon sehr gut funktioniert. Also unter die Brücke landet man nicht so schnell. Und auch wenn man kündigt und dann es nicht schafft, kann man immer wieder noch einen doofen Job machen. Doofe Jobs gibt es ja genug. Also, natürlich, ich sage nicht jetzt kündige. Das heißt, jeder muss sich für sich erwägen, will ich jetzt kündigen? Bin ich dazu erstmal bereit? Weiß ich, wo ich hingehen möchte? Man kündigt nicht einfach nur einfach so. Also, da muss man schon irgendwie so eine Idee haben. Und man muss auch wissen, dass man mit Sicherheit einen finanziellen Rückschlag erlebt. Das ist total sicher. Weil diese Änderungen sind natürlich nicht so leicht. Also, ich habe das gerade hinter mir oder ich bin eigentlich mittendrin. Ich habe mein ganzes Leben geschnitten, teilweise und auch viel für ZDF und Arte, also Arte fast als Hauptkunde. Und irgendwann, und für Filme, Videos, alles Mögliche. Und irgendwann habe ich bemerkt, dass ich keine Zeit habe für meine künstlerischen Aktivitäten. Und dann habe ich entschieden zu kündigen. Natürlich war das ein finanzieller Rückschlag, es ist eine klare Sache, aber in dem gleichen Jahr, wo ich gekündigt hatte, hatte ich zwei große Kunstausstellungen. Also was dann für mich eigentlich ein viel größerer Erfolg als die 20 Jahre davor. Jetzt ist es so, dass ich auch wieder schneide hier. Das heißt, meine Zeit als Künstlerin ist wieder ein bisschen dünn. Aber ich denke mir, gut, diesen Weg, der bastle ich mir selbst. Also der ist ein bisschen krumm. Dafür hochspannend. Ach ja, ganz wichtig, bei jeder Änderung gucken, dass es spannend ist und dass es vor allem Spaß macht. Änderungen, die keinen Spaß machen, macht man nicht lange. Und wenn ihr auch an Änderungen anfängt, dass es in eure Essgewohnheiten, in was ihr kauft oder ja, was ihr tut, und dass es nicht sofort klappt, nicht verzagen. Kleine Sachen angehen, kleine Schritte angehen. Sagen in der Wohnung, ja, was könnte ich jetzt machen? Gut, okay, die Haushaltsprodukte hier, alles ganz schlecht. Gut, dann fange ich jetzt an, die zu ersetzen. Und sich freuen, über was man geschafft hat. Das ist super wichtig, weil wenn man das nicht tut, dann wird man ganz, ganz schnell entmutigt. Also, nimm den Mond als Ziel. Wenn es nicht klappt, landest du sowieso zwischen den Sternen. Also damit meine ich, dass man kann wirklich träumen, man darf träumen und lass dich nicht von deinem Umfeld davon abhalten. Es gibt, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, also ich nenne das die Bremsen, dich bremsen möchte und sagt, ja, das ist alles Unbug und das kannst du nicht machen und die Vision ist viel zu groß, dann entferne dich ein bisschen von dieser Person oder sag dieser Person, ja, bitte lass mich machen. Zur Not muss man sich auch manchmal trennen von diesen Bremsen. Das Problem ist, dass manchmal die größte Bremse, die man hat, ist sich selbst. Und sich davon trennen ist nicht einfach. Ich sage auch manchmal, ich möchte gerne mich von mir selbst trennen für eine Woche, aber das geht nicht. Ich muss mit mir jeden Tag umgehen. Ich sage euch, es ist nicht leicht. Also, seid nicht so hart mit euch selbst. Habt Geduld. Und trotzdem dranbleiben. Also nicht sich entschuldigen, suchen, ich hätte das gerne getan, aber, also. Das heißt, nett zu sich selbst, Geduld haben und trotzdem dranbleiben. Allein ist es natürlich nicht so einfach, aber dafür gibt es ein magisches Tool und das heißt Internet. Im Internet findet man Foren für alles Mögliche. Also sucht im Internet nach Gleichgesinnten und vernetzt euch. Ich glaube, dass wir in der Zeit der Gemeinschaft und der Kollektive angelangt sind. Und das ist ein wunderbarer Ort, um zu üben, das Nehmen und das Geben. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass die Menschen viel größere Schwierigkeiten haben, zu nehmen als zu geben und nicht umgekehrt. Also man merkt das in solche Sätze wie, kann ich bitte das von dir haben und ich bring's dir zurück? Oder solche Sätze wie, nimm doch, was du willst. Also da merkt man schon, dass in unseren Gewohnheiten, in unserem Alltag, kommt man damit doch viel einfacher zurecht mit dem Geben als mit dem Nehmen. Und
Wenn ich da mit Leuten spreche über die Möglichkeit einer geldlosen Gesellschaft, was man für mich eigentlich die beste Lösung ist, aber heute möchte ich nicht darüber reden, dann bekomme ich oft als Bemerkung, ja, aber wenn es kein Geld gäbe, dann würden alle Leute nehmen und es würde niemand geben. Ich glaube, dass es nicht stimmt. Ich glaube, dass die Leute Schwierigkeiten haben, in einer Gesellschaft zu leben ohne Geld, weil sie nämlich nicht nehmen können. Die haben es nicht gelernt. Also kann man sich darüber Gedanken machen. Schwierig wird es jedoch, wenn die Gruppe eine gewisse Größe übersteigt. Also in der Anonymität wird es schwierig mit der Ethik. Deswegen ist es wichtig, Gruppen zu bilden, die erstmal klein sind. Und später kann man sich sozusagen mit anderen Gruppen vernetzen. Das ist eigentlich, glaube ich, der Weg dahin. Also diese Gemeinschaft bilden, Kollektiv bilden, ist, glaube ich, wirklich für mich das Wichtigste, das man machen kann, um die Welt zu verbessern. In kleinen Rahmen einen besseren Welt üben, sozusagen. Der größte Feind ist die Negativität. Damit meine ich die Negativität, die man entdeckt, wenn man anfängt, sich mit Alternative Journalismus zu beschäftigen und dass man erfährt alles, was uns verborgen wird in dieser Welt. Da kann man schon richtig verzweifeln. Leider ziehen negative Gedanken und negative Emotionen Negativität mit sich. Weil ein Gedanke ist ein Energieträger. Das heißt, wenn man eine positive Veränderung haben möchte, muss man auch positive Gedanken haben. Das ist ganz wichtig. Man muss daran glauben, an seine Veränderung, sonst passiert es nicht. Also mit Negativität kommt man einfach nicht weiter. Wahrscheinlich denken viele von euch gerade, esoterische Scheiße. Schade. Wovor habt ihr Angst? Euch zu beschäftigen mit etwas, was ihr nicht kennt? Ich meine, ihr verliert eure Identität nicht, wenn ihr euch beschäftigt mit etwas, was ihr nicht kennt. Also könnt ihr ruhig probieren. Es ist ja oft so, dass genau die Sachen, die einem komisch vorkommen, ein besonderes Geschenk mit sich bringen. Ich bin natürlich wie jeder auch Opfer meiner eigenen Negativität. Und ich probiere in meinem Leben Ausgleich zu finden, damit irgendwie ich mit dieser ganzen Negativität in dieser Welt zurechtkomme und weiter positive Gedanken behalte. Also zum Beispiel kann man meditieren, das ist natürlich der königliche Weg. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann in der Natur gehen, man kann Sport treiben, man kann mit Menschen verbal oder nonverbal kommunizieren oder mit Tieren. Es gibt so viele Wege, irgendwie dann das einen Ausgleich zu finden zu dieser Negativität. Ja, das stimmt. Unsere Gesellschaft ist ein ziemlich kranker Organismus. Aber man kann probieren, neue Zellen, gesunde Zellen am Leben zu erwecken. Und diese kleinen Zellen, die haben als Aufgabe, die Zellen um sich herum zu heilen. Und zusammen können sie kleine Organe, gesunde Organe bilden, die sich mit anderen Organen zusammen vernetzen. Und irgendwann kann man eine einigermaßen gesunde Welt haben. Also es ist möglich. So kann man es schaffen. So werden wir es schaffen. Wir haben jetzt noch die Wahl. Wenn ich da mit Leuten spreche über die Möglichkeit einer geldlosen Gesellschaft, was für mich eigentlich die beste Lösung ist, aber heute möchte ich nicht darüber reden, dann bekomme ich oft als Bemerkung, ja, aber wenn es kein Geld gäbe, dann würden alle Leute nehmen und es würde niemand geben. Ich glaube, dass es nicht stimmt. Ich glaube, dass die Leute Schwierigkeiten haben, in einer Gesellschaft zu leben ohne Geld, weil sie nämlich nicht nehmen können. Die haben es nicht gelernt. Also kann man sich darüber Gedanken machen. Schwierig wird es jedoch, wenn die Gruppe eine gewisse Größe übersteigt. Also in der Anonymität wird es schwierig mit der Ethik. Deswegen ist es wichtig, Gruppen zu bilden, die erstmal klein sind. Und später kann man sich sozusagen mit anderen Gruppen vernetzen. Das ist eigentlich, glaube ich, der Weg dahin. Also diese Gemeinschaft bilden, Kollektiv bilden, ist, glaube ich, wirklich für mich das Wichtigste, das man machen kann, um die Welt zu verbessern. In kleinen Rahmen einen besseren Welt üben, sozusagen. Der größte Feind ist die Negativität. Damit meine ich die Negativität, die man entdeckt, wenn man anfängt, sich mit Alternative Journalismus zu beschäftigen und dass man erfährt alles, was uns verborgen wird in dieser Welt. Da kann man schon richtig verzweifeln. Leider ziehen negative Gedanken und negative Emotionen Negativität mit sich. Weil ein Gedanke ist ein Energieträger. Das heißt, wenn man eine positive Veränderung haben möchte, muss man auch positive Gedanken haben.
Das ist ganz wichtig. Man muss daran glauben, an seine Veränderung, sonst passiert es nicht. Also mit Negativität kommt man einfach nicht weiter. Wahrscheinlich denken viele von euch gerade, esoterische Scheiße. Schade. Wovor habt ihr Angst? Euch zu beschäftigen mit etwas, was ihr nicht kennt? Ich meine, ihr verliert eure Identität nicht, wenn ihr euch beschäftigt mit etwas, was ihr nicht kennt. Also könnt ihr ruhig probieren. Es ist ja oft so, dass genau die Sachen, die einem komisch vorkommen, ein besonderes Geschenk mit sich bringen. Ich bin natürlich wie jeder auch Opfer meiner eigenen Negativität. Und ich probiere in meinem Leben Ausgleich zu finden, damit irgendwie ich mit dieser ganzen Negativität in dieser Welt zurechtkomme und weiter positive Gedanken behalte. Also zum Beispiel kann man meditieren, das ist natürlich der königliche Weg. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann in der Natur gehen, man kann Sport treiben, man kann mit Menschen verbal oder nonverbal kommunizieren oder mit Tieren. Es gibt so viele Wege, irgendwie dann das einen Ausgleich zu finden zu dieser Negativität. Ja, das stimmt. Unsere Gesellschaft ist ein ziemlich kranker Organismus. Aber man kann probieren, neue Zellen, gesunde Zellen am Leben zu erwecken. Und diese kleinen Zellen, die haben als Aufgabe, die Zellen um sich herum zu heilen. Und zusammen können sie Geschichte, darauf kann man achten. Lieber einen kleinen Shop um die Ecke kaufen, als in einen großen Supermarkt. Solche Sachen kann man machen. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, weil ich glaube, es ist vielleicht inspirierend. Ich bin seit 20 Jahren oder sogar länger in einem Kooperativ. Das funktioniert folgendermaßen. Wir sind so ungefähr 30 Leute. Wir haben einen Keller. Und wir bestellen bei Großhandel, bei kleinen Bauern, die um Berlin rum sind, und bei kleineren Unternehmen. Wir bestellen Haushaltsprodukte, Hygieneartikel und natürlich biologisch organische Lebensmittel. So funktioniert es. Und das teilen wir uns dann in dem Keller und jeder kommt, wenn er will, und hat ein kleines Blatt, wo er schreibt, wie viel er gebraucht hat, und überweist Geld monatlich. Das funktioniert natürlich nur aus der Basis Vertrauen. Weil wenn man da kein Vertrauen hätte, würde es uns viel zu viel Arbeit bedeuten. Grund dafür ist folgendes. Da ich einen Schlüssel habe, kann ich jederzeit dahin gehen und ich könnte klauen. Da niemand kontrolliert, was ich kaufe, könnte ich alles mitnehmen. Aber das macht niemand. Der Grund ist, dass wir wissen, wir sitzen alle im gleichen Boot und niemand hat da Interesse, irgendwie was zu klauen, weil dann beklaut man sich selber. Und das Schöne ist auch noch, dass wir haben ein kleines Forum im Internet. Und wenn was gemacht sein muss, dann wird es einfach in der Forum geschrieben. Wir haben gerade ein Problem mit der Kanalisation, da tropft irgendwo. Und dann ist es total magisch, dass plötzlich das Problem geklärt ist. Man kommt wieder in der Kooperative und es tropft nicht mehr. Man weiß überhaupt nicht, wer das gemacht hat, und das ist auch nicht wichtig. Und trotzdem ist man sozusagen anonym stolz auf derjenige, der das gemacht hat, weil man sich fragt, wer hat das gemacht? Ich weiß nicht, aber das ist großartig. Also man übt in diese kleine Mini-Welt, in diese Kooperativ, Kommunikation, Vertrauen haben in anderen Menschen, und man ernährt sich gesund und das sogar billiger, als wenn man kaufen würde in einem normalen Laden, das ist ja klar. Und man tut auch noch was für die Umwelt. Also solchen kleinen Initiativ kann man eigentlich viel, viel leichter machen, als man denkt. Man packt sich ein paar Freunde und op, hat man schon ein Kooperativ. Also ist ein bisschen leicht gesagt, aber so funktioniert es ungefähr. Also diese Kooperative ist im Grunde ein Schritt in Richtung Selbstversorgung. Da kann man aber viel, viel weiter gehen. Zum Beispiel, man kann sich einen Garten pachten in Berlin. Für die Berliner und die da auf dem Land wohnen, haben natürlich vielleicht einen eigenen Garten, das sind die Glücklichen. Aber das haben wir in der Großstadt nicht. Und wenn man nichts hat, kann man natürlich auf einen Balkon auch was tun oder auf die Dächer. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, und man kann natürlich auch, was ich nenne, Guerilla-Gardening machen. Also man nimmt eine kleine Kugel Erde, man tut Samen daran und dann wirft man das irgendwo auf ein Gelände, und das alles ohne Erlaubnis, darum Guerilla. Ich meine, stellt euch vor, wie es wäre in Berlin, wenn anstatt diese One von Tommy Hansen, Webseite www.free21.org, der intelligente Mann, der stellt auf seine Seite so Artikel, die sind für den Druck gemacht worden, das heißt, man kann sie sozusagen drucken und dann Leute verteilen. Und das ganz Besondere an der Seite ist, dass wenn man ein Exemplar kaufen will von der Magazin, das ist jetzt glaube ich die zweite Magazin, die jetzt gerade rausgegangen ist, dann kauft man nicht nur ein Magazin, sondern direkt 10 oder mehr. Was ist das für eine Idee? 10 Magazin kaufen, warum nicht nur eine? Die Idee ist ganz einfach.
Ich kaufe 10 Magazinen, eine kann ich eventuell für mich behalten und die anderen verschenke ich. An wem? An meine skeptischen Freunde, die auf die Demos nicht mitkommen wollen. Weil wenn ich diese Freunde einen Link schicke, werden sie das nicht öffnen. Aber wenn ich denen ein Magazin schicke, wenn ich denen ein Magazin schenke in Farbe und der auch noch sehr gut aussieht, dann gibt es gute Chancen, dass sie diese Magazin einfach blättern und vielleicht sich öffnen für neue Ideen. Also das ist natürlich schwierig. Nicht vergessen, wenn Leute was glauben und in der Presse ist es so, dass man schon seit sehr, sehr viel Zeit Gewohnheiten hat, welche Zeitung man liest und was man glauben soll und plötzlich kommt jemand und sagt, ja, es ist vielleicht gar nicht so, wie du denkst, sondern anders, dann ist es natürlich schon ein schwieriger Angriff an der Person. Und auch wenn er das angestehen würde, dass es doch anders ist, dann wird es schon Zeit dauern, bevor er das zugibt, weil wer gibt schon gerne, dass er sich geirrt hat. Also das ist schwierig. Aber Leute informieren, es ist zwar eine Ameisenarbeit, aber es ist eine extrem wichtige Arbeit. Was kann man noch machen? Tja, sich engagieren. Also zum Beispiel bei Free21 suchen die immer wieder Leute, die die Beiträge, also eigentlich auch unsere Beiträge, transkribieren und übersetzen in andere Sprache. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas zu tun, einfach sich bei Free21 melden, die freuen sich absolut. Sonst, wie kann man sich sonst engagieren? Es gibt tausend Möglichkeiten. Da muss man wissen, was einem liegt, was einem interessiert und auch nicht vergessen, ein bisschen Widerstand leisten. Also wenn etwas uns nicht passt, nicht sofort das akzeptieren, ja, das machen doch alle und dann kann man nichts machen. Nein, 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 nein. Sich vernetzen mit Gleichgesinnten und gucken, wie kann man das Problem angehen, zum Beispiel mit der GEZ, und gucken, wollen wir das bezahlen und wenn nicht, was gibt für Wege, vielleicht sich mit anderen Leute zusammentun, die da auch das möchten, irgendwie einfach nicht alles annehmen, wie es ist. Also was man nennt hier zivile Ungehorsamkeit. Noch was. Ich höre immer wieder Leute, die mir sagen, wenn ich dann frage, ja, was machst du für einen Job oder womit bist du beschäftigt? Ja, mein Job ist total sinnlos und ich weiß gar nicht, warum ich das mache, aber ich habe ja Familie und ich muss sie ernähren, also muss ich das machen und so weiter. Und da ertappe ich mich sehr oft, Sinn suchen, ich hätte das gerne getan, aber, also das heißt, nett zu sich selbst, Geduld haben und trotzdem dranbleiben. Allein ist es natürlich nicht so einfach, aber dafür gibt es ein magisches Tool und das heißt Internet. Im Internet findet man Foren für alles Mögliche. Also sucht im Internet nach Gleichgesinnten und vernetzt euch. Ich glaube, dass wir in der Zeit der Gemeinschaft und der Kollektive angelangt sind. Und das ist ein wunderbarer Ort, um zu üben, das Nehmen und das Geben. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass die Menschen viel größere Schwierigkeiten haben, zu nehmen als zu geben und nicht umgekehrt. Also man merkt das in solche Sätze wie, kann ich bitte das von dir haben und ich bring's dir zurück. Oder solche Sätze wie, nimm doch, was du willst. Also da merkt man schon, dass in unseren Gewohnheiten, in unserem Alltag, kommt man damit doch viel einfacher zurecht mit dem Geben als mit dem Nehmen. Und wenn ich da mit Leuten spreche über die Möglichkeit einer geldlosen Gesellschaft, was man für mich eigentlich die beste Lösung ist, aber heute möchte ich nicht darüber reden, dann bekomme ich oft als Bemerkung, ja, aber wenn es kein Geld gäbe, dann würden alle Leute nehmen und es würde niemand geben. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass die Leute Schwierigkeiten haben, in einer Gesellschaft zu leben ohne Geld, weil sie nämlich nicht nehmen können. Die haben es nicht gelernt. Also kann man sich darüber Gedanken machen. Schwierig wird es jedoch, wenn die Gruppe eine gewisse Größe übersteigt. Also in der Anonymität wird es schwierig mit der Ethik. Deswegen ist es wichtig, Gruppen zu bilden, die erstmal klein sind. Und später kann man sich sozusagen mit anderen Gruppen vernetzen. Das ist eigentlich, glaube ich, der Weg dahin. Also diese Gemeinschaft bilden, Kollektiv bilden, ist, glaube ich, wirklich für mich das Wichtigste, das man machen kann, um die Welt zu verbessern. In kleinen Rahmen einen besseren Welt üben, sozusagen. Der größte Feind ist die Negativität. Damit meine ich die Negativität, die man entdeckt, wenn man anfängt, sich mit alternativen Journalismus zu beschäftigen und dass man erfährt alles, was uns verborgen wird in dieser Welt. Da kann man schon richtig verzweifeln. Leider ziehen negative Gedanken und negative Emotionen Negativität mit sich. Weil ein Gedanke ist ein Energieträger. Das heißt, wenn man eine positive Veränderung haben möchte, muss man auch positive Gedanken haben.
Das ist ganz wichtig. Man muss daran glauben, an seine Veränderung, sonst passiert es nicht. Also mit Negativität kommt man einfach nicht weiter. Wahrscheinlich denken viele von euch gerade, esoterische Scheiße. Schade. Wovor habt ihr Angst? Euch zu beschäftigen mit etwas, was ihr nicht kennt? Ich meine, ihr verliert eure Identität nicht, wenn ihr euch beschäftigt mit etwas, was ihr nicht kennt.